Jetzt Freiburg im Angriff. Komm, machen rein, würde passen. Ja, war so klar. Es war so klar. Wenn die Leute neu dabei sind, die Bock darauf haben, hier auf die VfB-Community Bock haben, dann lasst euch gerne das kostenlose Abo da. Vielleicht kriegen wir heute die 2570 erreicht. Ne? Das wäre natürlich sehr, sehr feierbar. Flagge kommt rein. Eieiei. Schlotterbeck legt sich das Ding fast selber rein. Schlotterbeck legt sich das Ding fast selber rein gerade. Mit einem Versuch von der Rettungsaktion. Er war zum Glück, oder für Freiburg zum Glück, sehr langsam. Also konnten Flecken noch holen, aber den legt er sich fast selber rein. Holy shit. Zwei Stück fehlen noch zu den 2000. Alter! Grifo, Digga. Spielen sie super. Schön langer Ball runter. Eieiei, er hält ihn gerade noch so drin. Und gut, der ist auch nicht einfach zu nehmen. Ne? So ist auch nicht. Läuft aber rein, ne? Auf 5 Meter frei vom Tor. Droppt er auf Grifo und er musste halt wirklich aus vollem Lauf Volley nehmen. Jagt das Ding in Richtung Eckfahne zum Glück. Aber ey, das war eine Riesenchance. Das war eine Riesenchance für Freiburg. Wie gesagt, zwei Leute noch. Dann machen wir die 2570 Abonnenten voll. Aber 0-0 ist bisher absolut gerecht. Freiburg und wir hatten ein paar kleinere Chancen. Freiburg hatte ein, zwei ernstere oder bessere Abschlüsse. Ne? Es waren ja alles keine riesen Top-Chancen, wo du sagst, der muss rein von da. Es war einfach dann selber besser abgeschlossen als wir im Vergleich. Sonst, okay, das 0-0 vollkommen in Ordnung. Aber dieses Anfangsphasen-Dilemma, was wir gegen Freiburg hatten in den letzten Spielen, ist nicht eingetreten. Die haben es nicht direkt abgeschossen, sondern wir waren eher am Drücker oder hatten mehr vom Ball, wie auch immer. Jetzt aber langsam kriegt Freiburg Kontrolle rein ins Spiel und Ansätze rein in ihr Spiel. Den können wir aber abfangen. Sosa über Mittelkreis, hoch auf TPD, genau. Können wir da vorbeigehen? Ja, zack, zack. Flickflack, Overdeck. Elfmeter! Elfmeter! TPD! Letzte Woche hat er auch schon einen rausgeholt. Nur da wurde er nicht gepfiffen. Junge, letzte Woche auch gegen Freiburg. Hätten wir einen bekommen müssen eigentlich am Ende des Tages. Jetzt bekommen wir einen. Ist die Frage, ob wir einen weiteren bekommen. Ja, der bleibt. Der Elfmeter bleibt stehen. Der muss stehen bleiben, der Elfmeter. Macht er gut. Er fällt auch ein so ein bisschen. Ne? Er will den Elfmeter, ist ja auch klar. Aber ist ja auch alles nicht verwerflich. Den gibt er. Wer den zurücknimmt, dann wird es langsam ein bisschen auffällig, wenn er den zurücknehmen würde. Er schaut sich's nochmal an. Aber das TBD-Ding letzte Woche nicht, oder was? Ich gehe jetzt gerade extra nicht in den Chat rein, damit ich nicht sehe, was die Entscheidung ist oder ob das Tor schon gefallen ist oder eben doch kein Elfer und wie auch immer. Ey, Bruder, wenn der jetzt zurücknimmt, dann ist es langsam offensichtlich. Wenn der jetzt zurücknimmt, dann wird es langsam wirklich sehr, 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 sehr offensichtlich. Und ja, Community Stream habe ich mir auch schon reingezogen. Das Ende war grandios. Willst du mich verarschen? Bitte was? Was? Ja, Mistler sieht man hier gerade, kann man Lippen lesen lassen. Unfassbar. Alter, was? Also ich hoffe, dass der Spam schon da ist mit dem VAR-Emoji, ne? Willst du mich verarschen, Bruder? Alles ist ja noch krasser als letzte Woche. Das ist ja noch krasser als letzte Woche. Also langsam wird's wirklich komplett offensichtlich, was hier gespielt wird. Das kannst du mir nicht. Nee. Sorry, aber das. Nee. Der freut mich auf Mistentat morgen früh im Doppelpass. Oder auch schon im Interview nach dem Spiel. Wenn das hier eine mitspielentscheidende Szene werden könnte. Jetzt Freiburg im Angriff. Komm, machen rein, würde passen. Ja, war so klar. Es war so klar. Es war so klar. So ein abgefälschter Scheißdreck wieder. 1-0 Freiburg. Das kannst du mir gerade nicht erzählen, was hier passiert ist. Sorry, aber mit so einem Spielpech steigst du ab. Ich hab's vor dem Spiel gesagt, dass ich ein ganz übles Gefühl habe für diese Saison gerade, weil einfach alles gegen uns läuft gerade. Und eine Minute davor kriegst du den glasklaren Elfmeter nicht. Du willst mir nicht erzählen, dass das Ding muss jetzt zurückgenommen werden, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Eine klare Fehlentscheidung. Diesen Elfmeter nicht zu geben, ist keine klare Fehlentscheidung. Diesen Elfmeter zu geben, war keine klare Fehlentscheidung. Herr Bissert applaudiert uns auch hier höhnisch. Ihr wollt mich komplett verarschen, tut mir leid. Ich bin jetzt auch lange nicht mehr in den Chat rein, ist mir auch egal. Ich raste gerade völlig aus. Ich bin komplett auf 180, wenn nicht sogar noch höher. Langsam wird's komplett gottlos mit diesem Dreck-Schiedsrichterwesen. Tut mir leid, Alter.
Aber wenn Spiele so gegen dich laufen, wenn die gesamte Welt gegen dich läuft, in dem Stil wie hier, dann steigst du ab. Ich bin mal gespannt, was ihr jetzt im Chat schreibt. Ich freue mich auf die Eskalation. Ich freue mich drauf. Jetzt halt die Frage, wie gehen wir damit um? 1-0 Halbzeit hinten, ja, scheiße, nicht wirklich verdient. Elfmeter, wir brauchen alles nicht besprechen, das war alles. Ich habe hier die komplette Lunge, komplette Stimmbänder, alles rausgebrüllt vorhin. So, jetzt halt die Frage, was machst du in der zweiten Halbzeit? Weil jetzt, es ist passiert, es ist wieder mal passiert beim VfB. Wir liegen 1-0 hinten und wir gehen jetzt in die Halbzeit. Was machst du jetzt? Ich hoffe jetzt sehr, sehr krass, dass vielleicht von mir aus auch ein Mislint hat, weil der ist wieder abgegangen wie Schmitz Katze da auf der Auswechselbank, dass vielleicht auch dann einfach ein Mislint hat mal in der Halbzeit rangeht und ich will mal so richtig reinpushen und sagt, ey Jungs, ihr merkt, die gesamte Welt, der gesamte Fußballgott, alle, DFB, alle sind gegen uns. Geht da raus und jetzt erst recht. Geht da raus und jetzt erst recht. Ne? Mit der Mentalität muss in die zweite Halbzeit reingehen. Alles ist gegen dich. Wir laufen wieder ganz, ganz wilde Nummern. Jetzt erst recht. Egal wie scheiße es läuft, jetzt erst recht. Jetzt muss eine kämpferische, mentale 1A zweite Halbzeit kommen. Das ist meine große Hoffnung. Rutscht einmal durch, Sosa. Wir bleiben kurz hier dran. Sosa, Flanke. Kalajdzic! Kopfball drüber gelegt von Flecken. Eckball. Ja, bereit für die zweite Liga nicht, aber mir gibt es gerade schon sehr diesen Vibe von der Abstiegssaison. Dafür läuft einfach alles in der Hinsicht genau darauf zu, dass Spiele scheiße laufen, dass es bei dir nicht läuft, du hast Verletzungen, dazu kommt noch der Fußballgott dazu, da kommt noch der VAR dazu, da kommen alle Geschichten aufeinander so. Es läuft gefühlt alles gegen dich irgendwie. Ne? Wir haben immer noch genügend Spiele, aber von einer möglichen Abstiegssaison. Ne? Die Vibes gibt es mir schon. Diese Abläufe von der Saison, dieses Pech, was man halt so kennt, wenn man unten drin steckt, ne? Wenn das Pech dann eben noch anhält und weiter anhält, dann hast du irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, genug zu punkten, um drin zu bleiben. Ne? Aber wir bleiben optimistisch. Der Kader hat es in sich, drin zu bleiben. Nur halt die, auch oft Leistungen, aber auch vor allem die Ergebnisse halt nicht. Ne? Die haben es halt nicht in sich, um drin zu bleiben aktuell. So, jetzt. Oh, der Ball kommt durch, schade. Ja, 2-0, Spiel vorbei. Spiel vorbei. Das war dann einfach auch scheiße verteidigt, ne? Da kann diesmal auch keiner was dafür. Es war einfach scheiße verteidigt. Ah, super Spieltag, Jungs. VfB schon macht gerade einfach richtig Laune, ne? Um Himmels Willen, ich hab's gar nicht richtig gesehen gehabt. Was machen denn Anton und Ito da? Was machen denn Anton und Ito da? Die gehen beide vom Ball weg. Dann, ah, Müller, ah, Bruder. Da war ja alles kaputt. Anton und Ito verkacken es da, raffen nicht wieder Ball, springen, gehen beide vom Ball weg. Und Müller kann den auch halten. Kann, muss, wie auch immer. Rein tabellarisch kannst du ja schon in Freiburg verlieren, ne? Aber es hilft uns alles nichts. So, Eckloff, komm, ein bisschen Tempo. Möchte gern Konter mit zu zweit gegen 800 Leute. So, Silas. Bleibt am Ball, sehr schön. Aber er wird auch komplett alleine. Alleine macht er hier ein Solo. Macht er auch gut. Bleibt am Ball. Rutscht jetzt hier fast aus. Jetzt ist er ausgerutscht. Gefallen. Ball ist bei Freiburg. Keine Hilfe. Keine Hilfe. Der geht alleine. Der muss alleine gegen 5 Leute gehen. Der muss alleine gegen 5 Leute gehen da vorne. Er kriegt keine Unterstützung. Deswegen in Summe geht es absolut in Ordnung, dass Freiburg hier gewinnt. Ein 1-0 würde es auch tun. Dann ist es halt ein 2-0. Aber dass Freiburg hier gewinnt, ist am Ende des Tages okay. Mittlerweile. Nach dem Spielverlauf. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.